Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplänter. Heute kostet ein Kilo Roggenbrot etwa 4 Euro, eher weniger. Ein Ei? Knapp 40 Cent, wenn man die teuersten nimmt. Im Mai 1948 musste man auf dem Schwarzmarkt in Hamburg für ein Roggenbrot 9,5 Reichsmark zahlen und für ein Ei 8. Ein Hamburger Facharbeiter bekam aber für 8 Stunden Arbeit nur 10 Reichsmark Lohn. Er musste also fast 2 Tage arbeiten, um sich ein Brot und ein Ei kaufen zu können. Das geht gar nicht, fanden die Besatzungsmächte der westlichen Zonen und kreierten neues Geld, die D-Mark. Zunächst durfte jeder Bürger 40 Reichsmark in 40 D-Mark umtauschen. Und das hat sich dann so angehört in einer Reportage. Was werden Sie als erstes von dem neuen Geld kaufen? Brot, erste. Mit dem neuen Geld warte ich, bis ich sehe, was ich dafür kriege. Und wenn ich das nicht sehen habe, dann gehe ich mir erst kaufen. Aber nicht eher. Ich will nicht ausgenutzt werden von den Schiebern. Und dann werden Sie sich wahrscheinlich überlegen, dass Sie auf irgendeine Art und Weise bald Geld verdienen. Ja, da werden wir uns alle die größte Mühe geben. Was das Ganze gebracht hat, welche Folgen es für die Menschen hatte und was das alles mit uns noch zu tun hat, das besprechen wir in dieser einen Stunde History unter anderem mit... Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Matthias, wusstest du, dass unser früheres Geld auch deutscher Batzen hätte heißen können? Nein, das wusste ich nicht. Stand auf der Vorschlagsliste für Namen, haben wir einem US-Leutnant zu verdanken, dass es nicht so kam. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück, nämlich zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Am 8. Mai 1945 hat die deutsche Wehrmacht kapituliert. Hitler hatte sich einige Tage vorher umgebracht und Deutschland war großflächig zerstört. An einen Wiederaufbau des Landes war da erstmal nicht zu denken, oder? Also ich denke mal so, die Menschen in diesem derart zerstörten Deutschland hatten sicher erstmal das eigene Überleben im Kopf und das war bestimmt schwer genug. Wir kennen das ja, zum Glück, muss man wirklich sagen, nur aus Bildern, Filmen oder aus Erzählungen. Und wir können uns nicht vorstellen, was es heißt, weder etwas zu essen zu haben, noch ein Dach über dem Kopf. Neben den Verwüstungen vieler Städte in Deutschland kam sehr schnell noch die moralische Katastrophe hinzu, dass den Deutschen vor Augen geführt wurde, was hinter den Stacheldrahtzäunen von Auschwitz und anderen Vernichtungs- oder Konzentrationslagern geschehen war. Also an Wiederaufbau des Landes haben 1945 wahrscheinlich die wenigsten gedacht. Es ging zunächst einmal ums eigene Überleben. Das wirtschaftliche Leben in den drei Westzonen begann etwa 1947. Kurz zuvor hatte der amerikanische Außenminister James Burns seine Stuttgarter Rede gehalten, in der er vom Aufbau des deutschen Industriepotenzials sprach, damit den Deutschen wieder ein durchschnittlicher europäischer Lebensstandard ermöglicht werden würde. Das klang natürlich in den Ohren der Deutschen wie Nachrichten aus dem Paradies. Also die blühenden Landschaften der Nachkriegszeit. Aber wie sollte das denn gehen? Das Land war doch größtenteils zerstört. Tja, und das werden sich die meisten Menschen in Deutschland wohl auch gefragt haben. Sie sahen nur die Ruinen in den Städten, die Schuttberge vor der eigenen Tür und die zunehmende Armut. Der amerikanische Außenminister aber wusste, dass die deutsche Industrie gar nicht so in Mitleidenschaft gezogen worden war, wie man angesichts der Verwüstungen in den deutschen Städten annehmen musste. Aber die Zerstörung von Industrieanlagen, wie die alliierten Streitkräfte es am Anfang des Zweiten Weltkrieges probiert haben, erwies sich als extrem schwierig. Deshalb wurde auf der Konferenz von Casablanca, die war ja auch schon mal in einer Stunde History Gegenstand, beschlossen, die Flächenbombardements auf deutsche Städte zu verstärken, wodurch die Industrieanlagen, die sich ja meist außerhalb der Städte befanden, weniger betroffen waren. Dafür litt die Moral der Bevölkerung umso mehr und das war auch genau beabsichtigt. Der amerikanische Außenminister hatte dieses Hintergrundwissen und konnte deshalb seine als Hoffnungsrede bezeichneten Ausführungen in Stuttgart machen. Sie basierten sozusagen auf gesicherten Informationen aus der deutschen Wirtschaft. Also war diese Rede sozusagen der Startschuss für den Wiederaufbau Deutschlands, also zumindest in den drei westlichen Zonen? Naja, so exakt wird man das sicher nicht sagen können. Aber natürlich stehen einige Ereignisse in einem engen Zusammenhang, die am Ende zu dieser wirklich erstaunlich schnellen Erholung der westdeutschen Wirtschaft führten. Wir müssen übrigens immer dazu uns vor Augen halten, dass es sich um die drei Westzonen der Amerikaner, Engländer und Franzosen handelt. In der Ostzone, die unter sowjetischer Verwaltung stand, wurden sehr viel mehr Industrieanlagen demontiert als im Westen.
Im März 1946 wurde ein Demontageplan für die US-Zone aufgestellt, nachdem etwa 1600 Betriebe demontiert werden sollten. Dann hätte das Produktionsniveau etwas mehr als 60% des Jahres 1938 betragen. Aber ein Jahr später sollten die Industrieanlagen in den Westzonen wieder auf das Vorkriegsniveau angehoben werden. Die britische und die amerikanische Zone wurden zur B-Zone zusammengelegt, ehe im März 1948 mit dem französischen Sektor die Tri-Zone, im Volksmund Tri-Zonesien genannt, ins Leben gerufen wurde. Das war der Grundstein für die Bundesrepublik Deutschland, die dann im Mai 1949 gegründet wurde. Hat da denn auch schon der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion eine Rolle gespielt? Und zwar eine ganz erhebliche. Der Westen, allen voran natürlich könnte man sagen die USA, wollte die drei Westzonen nicht im Einflussgebiet der UdSSR wissen. Ein probates Mittel schien ein wirtschaftlicher Aufschwung zu sein, der die Westdeutschen immun machen sollte gegen die Verlockungen aus der Ostzone der späteren DDR. Alle Aktionen der westlichen Alliierten nach dem Krieg waren auch der Konfrontation mit der UdSSR geschuldet. Also die Zusammenfassung ihrer Sektoren, die Währungsunion und natürlich auch der Marshallplan, das European Recovery Program. Und damit dieser Aufschwung gelingt, gab es dann auch die Währungsreform, die volle Schaufenster und bezahlbare Waren nach Deutschland brachte. Unser Thema heute in der einen Stunde History. Ihr hört Deutschlandfunk Nova. Mal schnell online seinen Kontostand checken, am Automaten Geld ziehen oder per Kreditkarte Bargeld loszahlen. All das ging 1948 natürlich noch nicht. Um Gespartes vom Konto zu holen, musste man noch zur Bank, und zwar innerhalb der Öffnungszeiten. Oder man hortete das Gesparte in den Socken, was keine gute Idee war, wenn es plötzlich neues Geld gab. Wiebke Lehnhoff aus dem History Team über die Währungsreform 1948. Drei Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs leben die Menschen in Deutschland immer noch von knappen Essensrationen, die sie mit Lebensmittelmarken bekommen können. Theoretisch. Auch viele andere Dinge gibt es nur auf Bezugsschein, wenn die oft leeren Geschäfte überhaupt etwas anbieten. Die Menschen horten, was sie können. Zwar haben die alliierten Besatzungsmächte feste Preise für alles festgelegt, aber die Reichsmark ist inzwischen fast wertlos. Wer etwas braucht, organisiert es sich oft über den Schwarzmarkt. Man tauschte also, und das, was man auf Bezugsschein bekam, ich will mal sagen, wer Nichtraucher war zum Beispiel, kriegte ja auch Zigaretten und nahm sie natürlich auch sehr gern, denn das tauschte er bei jemand anders gegen irgendwas anderes ein. Aber gut, das haben wir alle gemacht. Das war die Zigarettenwährung. Damit als Tauschwährung und auch mit Nylonstrümpfen werden kleine Geschäfte gemacht. Für größere Geschäfte ist Cognac eine begehrte Tauschwährung auf dem Schwarzmarkt. Aber im Juni 1948 tut sich was. Nach der Sechs-Mächte-Konferenz in London steht fest, dass die drei westlichen Besatzungszonen in Deutschland irgendwann demnächst wirtschaftlich zusammengeschlossen werden. Mit einer neuen gemeinsamen Währung. Aber wann wird es wohl soweit sein? Gerüchte liegen in der Luft. Die Menschen hoffen auf einen Aufschwung und einen Neubeginn, der ihr Leben verbessert. Überall in den drei Westzonen dasselbe Bild, dieselben Erscheinungen. Gesteigerte Nervosität, knisternde Spannung, das Gefühl, es ist soweit. Presse und Rundfunk kündigen an, die Währungsreform kommt. Die Leute versammeln sich vor Zeitungsaushängen. Und am Samstag, 19. Juni, tritt das Gesetz über die Neuordnung des Geldwesens der westlichen Besatzungszonen in Kraft. Damit steht fest, schon zwei Tage später, ab Montag, 21. Juni, gilt nicht mehr die Reichsmark, sondern nur noch die neue Deutsche Mark. Weil jeder nur wenig umtauschen darf, wollen alle irgendwie noch ihr Geld loswerden. Ein Sturm auf die Geschäfte setzt ein. Jeder will das alte Geld noch anlegen. Alle kaufen alles und die Geschäfte schließen vielfach. Die Warenpreise in alter Währung erreichen bei den Schwarzhändlern astronomische Ziffern. Nur weg mit dem alten Geld. Das letzte Pfund Kirschen für 100 alte Mark. Am nächsten Tag, einem kühl verregneten Sonntag, wird schon ab dem frühen Morgen das neue Geld ausgegeben. Auf den Straßen stehen die Leute unter Schirmen stundenlang Schlange und warten, dass sie drankommen. Halten Sie bitte alles zum Umtausch bereit. Kennkarte, Lebensmittelkarte und Reichsmark. Dann geht es schneller. So, die Dame bitte. Guten Tag, endlich bin ich dran. Hier meine Ausweispapiere und 40 Reichsmark. Vielen Dank. Ja, das sieht in Ordnung aus, Fräulein Müller. So, das alte Geld bleibt hier. Und hier ihr neues Geld. 10
20, 30, 40 deutsche Mark. Gedruckt wurde das Geld schon Monate vorher in den USA. Die Amerikaner haben es per Schiff kistenweise nach Bremerhaven transportiert und von da unter strenger Geheimhaltung in Lastwagen nach Frankfurt am Main. Umgepackt in plombierte Säcke wird es über Nacht zu den Verteilungsstellen gebracht. Am Tag der Geldausgabe hält der Wirtschaftsexperte Ludwig Erhard, später Bundeskanzler, eine Radioansprache zur Währungsreform. Ihn hatten die Alliierten zum Leiter der Wirtschaftsverwaltung bestimmt. Erhard glaubt, die Preiskontrolle der Alliierten und die rationierte Verteilung von Waren schaden Wirtschaft und Wettbewerb. Daher beendet er beides eigenmächtig. Aus diesem Grunde soll nach meinem festen Willen die Geißel des Bezugsscheins ein für allemal aus unserer Wirtschaft und dem gequälten Dasein des Normalverbrauchers verschwinden. Die Alliierten sind sauer, aber Erhard setzt sich durch. Und als die Menschen am Tag nach dem Geldumtausch durch die Straßen laufen, trauen sie ihren Augen kaum. Schneller, Hans, sonst ist noch alles weg. Ursula hat gesagt, die Regale sind jetzt voll. Ach, das glaube ich erst, wenn ich sehe. So, hier noch um die Ecke. Tatsache, Inge. Die Schaufenster, voller Sachen. Gestern hieß es noch ausverkauft. Und jetzt steht da Bekleidung, Wäsche, Schuhe zu Spottpreisen. Die haben alles gehortet, die Schweine. Da guck, wir lassen auch mit uns handeln. Auf einmal. Ich fass es nicht. Jetzt bieten Ladenbesitzer alles an, was sie bisher zurückgehalten haben. Damit ist das Ende der Schwarzmärkte besiegelt und der Grundstein gelegt für den wirtschaftlichen Aufschwung in Westdeutschland. Wie über Nacht das neue Geld kam, hat uns Wiebke Lehnhoff erklärt. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Heute über die Währungsreform 1948, als die Reichsmark abgelöst wurde durch neues Geld, nämlich die D-Mark. Die Reichsmark hatte an Wert und Bedeutung verloren, unter anderem durch den Schwarzmarkt und ein sogenanntes Besatzungsgeld der Alliierten. Matthias, was war das denn? Ja, die Alliierten und da allen voran die Amerikaner hatten mit Beginn der Eroberung des von Deutschland besetzten Europas im Sommer 1944 Besatzungsgeld ausgegeben, das dem offiziellen Zahlungsmittel, nämlich der deutschen Reichsmark, Konkurrenz machte. Wenn du die Geldmenge ausweitest, also immer mehr Geld in Umlauf bringst, dann heizst du die Inflation an. Also wird die offizielle Währung mehr und mehr entwertet, wenn immer mehr Menschen mit dem Besatzungsgeld handeln, also bezahlen und kaufen. Die Scheine waren übrigens keine Fälschungen des Originals, sondern deutlich unterscheidbar mit dem Aufdruck alliierte Militärbehörde. Nach dem Ende des Krieges steigerte das immer noch vorhandene Besatzungsgeld weiterhin die Geldmenge, aber die Menschen konnten sich dafür nichts kaufen, weil Einschränkungen in der landwirtschaftlichen Produktion oder Industriedemontage das Warenangebot massiv verringerte. Was dann dazu führte, dass die Menschen den Tauschhandel wieder eingeführt haben und auf dem Schwarzmarkt Dinge tauschten, wie zu Zeiten, bevor es Geld gab. Ja, und das machten zumindest jene, die etwas zu tauschen hatten, das war ja die Voraussetzung, oder die ein besonderes Händchen für Transaktionen auf dem Schwarzmarkt hatten. Jedenfalls hatte das Geld, das in den ersten 3 Jahren nach dem Krieg im Umlauf war, seine Funktionen als Zahlungsmittel einerseits und als Wertaufbewahrungsmittel andererseits verloren. Also, logischerweise, blühten die Zigarettenwährung oder eben der Tauschhandel. Das war ein Zustand, der auf Dauer keineswegs gut gehen konnte. Und das genau blieb den Alliierten nicht verborgen. Im Kontrollrat, das war ein Gremium, in dem alle 4 Siegermächte Deutschland als Ganzes verwalten wollten, wurde eine Währungsreform für alle 4 Zonen diskutiert. Leider ohne Erfolg, denn die Sowjetunion legte ihr Veto ein. Und deshalb eine Währungsreform nur in der Westzone. Ganz genau. Mit dem Ergebnis, dass die Sowjetunion darin eine Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes sah und als die neue Währung entgegen vorheriger Beteuerung, das nicht zu tun, doch in Westberlin eingeführt wurde, begann die Blockade Westberlins und die Luftbrücke aus Westdeutschland nach Westberlin. Mit der haben wir uns ja auch schon beschäftigt. Dann also gab es die neue Währung und die Menschen in Westdeutschland schöpften die Hoffnung, dass nun alles besser würde. Die Schaufenster waren voll, das Geld hatte einen stabilen Wert und sorgte offensichtlich dafür, dass sich die Wirtschaft in den kommenden Jahren in einem rasanten Tempo erholte. Dabei war der psychologische Effekt der D-Mark viel höher als die ökonomische Bedeutung für die Rekonstruktion der westdeutschen Wirtschaft nach dem Ende des Krieges. Und deshalb gibt es ja auch heute noch ältere Menschen, die noch immer an der D-Mark hängen, den Euro immer noch umrechnen oder Pfennig statt Cent sagen.
Neues Geld für Deutschland. Erst für den westlichen Teil, dann ein bisschen später auch für den Osten. 1948 mussten sich die Menschen im Nachkriegsdeutschland an neue Scheine, neue Münzen und neue Preise gewöhnen. Und mit dem neuen Geld kam der Wohlstand. Es gab plötzlich wieder Sachen zu kaufen und es wurde wieder mehr produziert. Wie das so plötzlich sein konnte, darüber spreche ich mit Dr. Uwe Fuhrmann. Er arbeitet an der Uni Leipzig und hat seine Doktorarbeit geschrieben über die Entstehung der sozialen Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Hallo, Herr Fuhrmann. Ich grüße Sie. Eigentlich hatten die USA und Großbritannien ja im Kontrollrat vorgeschlagen, dass es eine neue Währung für ganz Deutschland geben sollte, also auch in der sowjetischen Besatzungszone. Das kam aber nicht, weil die UdSSR gegen eine Währungsreform war. Warum das? Da muss man, glaube ich, das ein bisschen anders beschreiben. Ich denke, die UdSSR war gegen die Währungsreform, die dann im Endeffekt gekommen ist. Und das war ja keine gemeinsame Währungsreform, sondern die ist ausschließlich im westlichen Teil, also in den westlichen Besatzungszonen durchgeführt worden. Und die geopolitische Idee aus der UdSSR bezog sich dann eher darauf, dass Deutschland ein neutraler Staat bleiben sollte in dem Ost-West-Konflikt, der sich ja verschärfte zu der Zeit. Und dass daher die Ablehnung zu suchen ist von dem, was dann tatsächlich passiert ist. Nach der Reform war dann zumindest in den westlichen Besatzungszonen ganz viel auf einmal zu kaufen. Woher kamen diese Produkte so plötzlich? Na, kurzfristig gesehen kamen die aus allen Varianten von dem, was man so Hortung nennt. Also die Aufbewahrung in Sachwerten im Prinzip von der verrichteten Arbeit vorher. Da waren ganz, ganz viele verschiedene Akteure daran beteiligt. Also die Industrie und der Handel und die Landwirtschaft. Aber sogar die Behörden hielten Waren bis zur Währungsreform zurück. Wir hatten zum Beispiel im Februar 1948 einen regionalen Generalstreik in Baden-Württemberg, der sich für eine gerechtere Verteilung von Waren eingesetzt hat. Und eins der genannten Beispiele dort waren 100.000 Paar Schuhe, die im Ort Weinheim in einer Lagerhalle lagerten und es überall an Schuhen mangelte. Und wir sprechen hier von vielen, vielen Monaten vor der Währungsreform. Also es gab ein Enthortungsgesetz, das verhandelt worden ist und schließlich auch beschlossen. Aber Erhard hat sich in seiner Rede deutlich dagegen gewandt. Und obwohl das beschlossen worden ist, wurde das von den westlichen Alliierten dann auch so lange verschoben, bis die Währungsreform gelaufen war und damit das ganze Gesetz gegenstandslos geworden ist. Ludwig Erhard hat sich nachher beschwert, er wäre als Schutzheiliger der Horter gestempelt worden. Aber diese Bezeichnung hat dann schon auch einen gewissen sachlichen Hintergrund. Warum wurden diese ganzen Sachen gelagert und nicht an die Menschen rausgegeben? Na, das war mit der Hoffnung verbunden, mit der begründeten Hoffnung, dass nach einer Währungsreform natürlich damit mehr Profit gemacht werden konnte und das Geld, was man dafür erhalten hat, dann auch tatsächlich was wert war. War denn mit der Währungsreform dann auch verbunden, dass die Preise freigegeben wurden? Ja, das war ein ganz wichtiger Bestandteil dann am 20. Juni. Interessant ist aber, wie das passiert ist. Also das heißt, am 20. Juni nachmittags hat der Sprecher von Ludwig Erhard, der hieß Kuno Ockhardt, im Radio die Preisvergabe verkündet. Also er hat verschiedene Waren genannt, Textilien, Leder, Schuhe, Autos, Schreib- und Nähmaschinen, Fahrräder und so weiter. Und er sagte auch und andere mehr, dass sie mit sofortiger Wirkung die Preise freigegeben würden. Das heißt, der einzige Informationskanal, auf den das bei den Leuten ankam, also auch bei den Leuten, die Sachen verkauften, war dieser Radiobeitrag. Die Zeitung erschien meistens erst dann am Dienstag wieder und es herrschte ein heilloses Chaos und Verwirrung über diese Regeln, welche Preise denn nun in Ordnung wären. Die waren ja vorher alle reglementiert gewesen. Und das wurde dann später als tatsächlich Anarchie auf den Warenmärkten, das ist ein Zitat aus der Presse, und die eigenen Behörden von Erhard sprachen dann tatsächlich auch von einem Chaos am 21. Juni. Niemand konnte mehr wissen, was zu welchen Preisen verkauft werden durfte. Effekt war, dass dann auch die Preise entsprechend Fantasiepreise waren. Jeder suchte sich aus, was er wohl dafür nehmen konnte. Die zweite Folge davon waren dann sofortige massive Preissteigerungen. Wir können heute nicht so ganz einfach feststellen, wie hoch die gewesen sind. Was uns aber dabei hilft, sind Haushaltsbücher. Da haben gewissenhafte Verbraucher quasi festgehalten, was sie für reale Preise gezahlt haben in den Tagen und Wochen nach der Währungsreform. Und da haben wir insbesondere für Schuhe und Lebensmittel, Obst, Gemüse Preissteigerungen zwischen 50% und 200% und Eier gingen sogar bis 500%. Und in solchen Dimensionen muss man quasi diese Preissteigerung denken. Aber die Leute hatten doch im Grunde schon einen Nachteil dadurch, dass sie ihr Geld in eine neue Währung umtauschen mussten und dadurch ja Verluste hinnehmen mussten. Dann auf einmal nochmal neue Preise oder höhere Preise. War das nicht für die Bevölkerung unheimlich schwierig? Ja,
Das war extrem schwierig und das ist genau das, was passiert ist. Es gab eine doppelte Benachteiligung. Diejenigen, die keine Sachwerte hatten, keine Aktien besaßen, keine Kartoffeln auf Halde, also auch die Landwirtschaft war da etwas besser dran als die Menschen in den Städten, die hatten ein echtes Problem. Und das wurde dann sozusagen noch verschärft durch diese Preisentwicklung. Und entsprechend schlecht kam das dann auch an. Es gibt ja diesen berühmten Karnevalssong mit dem Refrain, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld? Ja. Wer hat so viel Pinke, Pinke, wer hat das bestellt? Und das war der Kracher in dieser Karnevalssaison. Und das hat sozusagen das Gefühl der Menschen auf den Punkt gebracht. Das heißt, die Menschen fanden die Währung gut, aber die hohen Preise nicht. Es äußerte sich auch ein großer Unmut über diese politische Ausrichtung, die mit verbunden war. Also dieses, was damals eben nicht soziale Marktwirtschaft genannt worden ist, sondern das Projekt war eigentlich eine freie Marktwirtschaft. Und auch dagegen gab es eine ganz, ganz große Opposition. Also wir müssen uns vorstellen, 1947 haben sich noch 3/4 der Wahlbeteiligten in Hessen für eine Sozialisierung ausgesprochen und teilweise auch für Planwirtschaft, so komisch sich das heute anhört. Und dann wurde im Grunde die freien Preise eingeführt mit ganz, ganz großen Nachteilen für einen großen Teil der Bevölkerung. Und dagegen gab es auch politische Opposition. Und diese verschiedenen Sachen haben sich dann vermischt und in dieser Protestwelle dann geäußert. Was das neue Geld für die Menschen in der Westzone bedeutet hat, das hat uns Dr. Uwe Fuhrmann erklärt. Danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke auch. Über Nacht waren nach der Einführung der D-Mark die Kühlschränke wieder voll, heißt es. Und plötzlich lagen wieder Sachen in den Regalen, die es jahrelang nicht mehr gegeben hat. Mit der D-Mark kam das Wirtschaftswunder, so heißt es. Aber was ist das eigentlich, das Wirtschaftswunder? Und hat es das wirklich gegeben? Spreche ich drüber mit Dr. Werner Abelshauser. Er ist Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Uni Bielefeld. Hallo, Herr Abelshauser. Ja, hallo, Herr Frau Rosenblender. Dann mal die Frage an Sie. Hat es nach 1945 in Westdeutschland ein Wirtschaftswunder wirklich gegeben? Nein, natürlich nicht. Der Begriff Wirtschaftswunder kommt aus den 30er Jahren. Da ist es vor allem Deutschland gelungen, sehr rasch und sehr wirksam aus der Weltwirtschaftskrise herauszukommen. Das wurde dann international als das deutsche Wirtschaftswunder bezeichnet. Und als dann die Schaufenster wieder voll waren nach der Währungsreform, da haben sich natürlich einige Zeitgenossen daran erinnert. Und der deutsche Hauptchef der Wirtschaftsverwaltung hat dann gesagt, es sei wie ein Wunder und das hat sich dann rumgesprochen. Wie war denn die Wirtschaftskraft in Westdeutschland nach Ende des Zweiten Weltkriegs? Die war ganz hervorragend, anders als man das heute immer noch glaubt. Das Anlagevermögen, das industrielle Anlagevermögen war 20% höher als vor dem Krieg. Also war doch sehr, sehr stark gewachsen. Es war modern, es war sehr, sehr wettbewerbsfähig. Es waren Top-Angebote, die da für den Markt möglich waren. Aber die Alliierten haben unter dem Zeichen des Morgentauplans zunächst einmal nicht erlaubt, dass Deutschland produziert. Und erst als man dann gemerkt hat, dass man Westeuropa nur stabilisieren konnte und wieder aufbauen konnte mit Hilfe Westdeutschlands und nicht zu Lasten Westdeutschlands, also über Demontagen und Ähnliches. Da hat man umgeschaltet 1947 und da begann dann die Möglichkeit für die deutsche Wirtschaft wieder das Reservoir, das man hatte, das Potenzial, das man hatte, auszuschöpfen. Das heißt, die Wirtschaft ist nicht angezogen wegen der Währungsreform, sondern weil die Alliierten umgedacht haben. Es war umgekehrt, da seit dem zweiten Hälfte 1947 die Wirtschaft wieder lief, allerdings die Produktion natürlich nicht für wertloses Geld verschleudert werden sollte und auf Lager produziert wurde, war es dann möglich, am Tag der Währungsreform sofort die Schaufenster vollzumachen. Als Vater des Wirtschaftswunders wird oft der spätere Wirtschaftsminister und Bundeskanzler Ludwig Erhard genannt. War er das wirklich? Nein, also zunächst einmal die Währungsreform war eine rein amerikanische Angelegenheit. Die deutschen Sachverständigen wurden in der Nähe von Kassel interniert in einer Kaserne, damit sie nicht reinspucken konnten in die amerikanische
in das amerikanische Prozedere. Und sie wurden dann beschäftigt damit, dass sie irgendwelche Fragebögen ausarbeiteten und so weiter. Aber es war eine amerikanische Sache und deswegen war sie auch ziemlich radikal. 93,5% der Reichsmarkbestände wurden sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Und es wurde doch sehr massiv dann die neue Währung knapp gemacht sozusagen, sodass dann auch durchaus die Probleme für die Menschen da waren. Also es gab Arbeitslosigkeit zunächst einmal. Bis dahin gab es das nicht, weil man ja mit wertlosem Geld bezahlen konnte. Und es gab zum ersten Mal und auch zum letzten Mal in Westdeutschland dann im November sogar als Folge dieser Schwierigkeiten einen Generalstreik im November. Und also es war nicht so ganz unproblematisch. Und Ludwig Erhard ist deswegen in den Ruf gekommen, der Vater des Wirtschaftswunders beziehungsweise der Vater der Währungsreform zu sein, weil er die Währungsreform nutzte, um einige wichtige Produkte der Menschen zu liberalisieren, also den Preis freizugeben, während allerdings fast alle anderen Branchen nach wie vor bewirtschaftet waren. Das heißt, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, die Währungsreform wäre aus ökonomischer Sicht eigentlich gar nicht wirklich nötig gewesen. Die Menschen haben nur diesen psychologischen Kick gebraucht. Sie sagen, ist doch nötig? Doch, die war nötig. Also es war notwendig, dass man eine stabile Währung hatte, sonst läuft der Markt ja nicht. Aber es war nicht hinreichend, verstehen Sie? Ohne die Währungsreform selber hat das nicht ausgelöst, sondern sie wurde möglich dadurch, dass die Amerikaner sie gemacht haben und dass die Produktion wieder lief, vorher schon. Und sie war dann notwendig, um eine Form von Marktwirtschaft zu gewährleisten, die natürlich auf eine stabile, zuverlässige Währung angewiesen war. Hätte es dazu irgendeine Alternative gegeben? Hätte die Reichsmark wieder eine stabile Währung werden können? Das ist sehr unwahrscheinlich, denn die Reichsmark war ja völlig zerrüttet und die Staatsschulden waren enorm. Und von daher war natürlich der Eingriff in die alte Währung und wie gesagt die Zerstörung von 93,5% der Geldmenge absolut notwendig, obwohl es für die Zeitgenossen dann doch sehr hart war. Sagt Professor Abelshauser. Wir haben darüber gesprochen, ob es das Wirtschaftswunder nach Einführung der D-Mark tatsächlich gegeben hat. Danke Ihnen dafür. Ich danke auch. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Ich kann mich noch erinnern, als die D-Mark durch den Euro abgelöst wurde. Ich bin nachts zum Geldautomaten gelaufen und habe von meinem Taschengeldkonto Euro gezogen und war mächtig stolz, mit als Erste den Euro in der Tasche zu haben. Ob das tatsächlich so eine gute Idee war mit dem Wechsel zum Euro, das kann uns Dr. Jens-Peter Faul erklären. Er ist Journalist und hat seine Dissertation über die Währungsumstellung geschrieben. Hallo, Herr Paul. Hallo, guten Tag. War es politisch sinnvoll, die D-Mark abzuschaffen und den Euro einzuführen? Sagen wir es mal so, es war nicht unabdingbar. Es hätte auch andere Lösungen gegeben, aber Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, stand halt Ende 1989 ganz schön unter Druck, vor allen Dingen von François Mitterrand, also dem französischen Staatspräsidenten damals. Er glaubte, den Franzosen eine Gegenleistung bieten zu müssen, dafür, dass sie sich nicht querlegen bei der deutschen Wiedervereinigung, die sich in diesen Wochen Ende 89 ja schon abzeichnete, auch wenn der Plan noch nicht richtig klar war. Und Mitterrand hat dann kräftig Druck gemacht. Er hat gesagt, lieber Helmut, du musst jetzt mal zeigen, dass du Europäer bist und auch bleibst, auch mit einem großen Deutschland, was wir Franzosen eigentlich nie so lustig fanden. Wir haben Deutschland immer am meisten geliebt, wenn es mehrere davon gab. Und es war dann wirklich eine moralisch für ihn ganz schwierige Situation. Als Machtpolitiker, als Parteipolitiker hat er eine Währungsunion damals abgelehnt. Er wusste auch, dass das seine Wahlchancen mindern würde, aber er wollte halt ein guter Europäer sein und hat deswegen dann klein beigegeben, wissend, dass das noch Probleme geben könnte. Das heißt, wirtschaftlich war es eigentlich gar nicht so sinnvoll? Ach, das kommt immer auf die Interessenlage an. Also die deutsche Exportwirtschaft, die hat schon seit Jahrzehnten immer wieder sich eine gemeinsame Währung gewünscht, weil sie es satt hatte, immer mit
Wechselkursen arbeiten zu müssen. Sie haben was geliefert und wussten dann nicht, wie viel Geld sie dafür dann tatsächlich in 3, 4, 6, 12 Monaten dafür dann auch bekommen würden, weil halt doch die Währungsturbulenzen in Europa zum Teil ganz schön heftig gewesen sind. Also der Exportwirtschaft hat das super gefallen, vor allen Dingen nachdem klar war, dass die D-Mark vergleichsweise preiswert im Euro aufgehen würde. Das hat dann dazu geführt, dass es praktisch eine nationale Preissenkung gegeben hat. Deutsche Waren sind innerhalb des Euroraums billiger geworden und dadurch konnte die Exportwirtschaft, das ist ein Effekt, der heute noch anhält, halt richtig loslegen. Und das ist der Grund für einen Exportboom, der auf den Euro jedenfalls maßgeblich zurückzuführen ist. Das heißt, das war ein Vorteil vom Euro. Was für Vor- oder Nachteile hatte der noch gegenüber der D-Mark? Naja, ich meine, den Menschen hat man das natürlich verkauft, dass sie nicht mehr wechseln müssen, dass sie in Frankreich mit demselben Geld bezahlen können wie in Deutschland, wie in allen Ländern der Eurozone, wie in Italien, dass man also kein dickes Portemonnaie mehr brauchte. Die Nachteile, die haben sich dann nach und nach ergeben, vor allen Dingen halt für die wirtschaftlich nicht ganz so starken Länder. Die mussten ihre Preise senken, die mussten ihre Löhne senken oder konnten sie auf jeden Fall nicht erhöhen. Wir wissen ja von Italien, dass dort die Wirtschaft eigentlich seit vielen Jahren schon nicht mehr wächst, also dass die richtig schlecht aussehen, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Italien, in Spanien auch, in Griechenland ganz schrecklich. Griechenland ist ja dann noch rechtzeitig dazugekommen im Jahr 2000. Die waren ursprünglich nicht im Teilnehmerkreis dabei. Also wenn man eine Kosten-Nutzen-Analyse machen würde und die ehrlich machen würde, dann wäre das eigentlich chancenlos für den Euro, denn er hat jedenfalls in allen südlichen Ländern ziemliche Verheerungen mit sich gebracht. Ob er damals politisch wirklich unabdingbar gewesen ist, da kann man noch lange drüber streiten. Ich glaube nicht, dass es böse Absichten dabei gegeben hat, aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr durchwachsene Angelegenheit. Ich bin nicht sicher, dass man es heute noch mal genauso machen würde. Griechenland ist ja jetzt aus dem Schlimmsten wieder raus. Ist der Euro damit jetzt zukunftsfest? Nee. Also das würde ich niemals unterschreiben. Wir sind uns ja darüber einig, dass Griechenland möglicherweise nur ein Probelauf war, dass Italien als viel stärkere Volkswirtschaft, wenn die wackeln sollte, wenn die italienischen Banken, die auf riesigen, faulen Krediten sitzen, wenn die ins Wanken geraten sollten, wenn vielleicht sogar die politische Situation durch Rechts- und Linksradikale so eskaliert, dass die aus dem Euro rausgehen, also dann wackelt dieses ganze Konstrukt. Er ist nicht zukunftsfest und vor allen Dingen das große Problem ist, der Euro ist ja darauf angewiesen, dass es ein Mindestmaß auch an politischer Übereinstimmung in Europa gibt. Es gab ja damals eigentlich die Forderung, wir können den Euro nur machen, wenn wir auch eine politische Union machen, also wenn wir praktisch gleiche Haushalte haben oder auf jeden Fall, wenn sich alle an die Regeln halten. Das hat nicht funktioniert. Insofern bin ich da sehr skeptisch. Ich habe auch ein bisschen Angst davor, was passiert, sollte die Währungsunion auseinanderkrachen. Es gibt Leute, die wetten darauf. Mal sehen, wie das wirklich ausgeht. Ich hoffe, dass ich da nur eine Unke bin, also ein Schwarzmaler, und dass sich das dann anders vielleicht doch noch entwickelt. Gäbe es denn eine Alternative, wenn ein paar Länder aus dem Euro aussteigen würden? Es gäbe technokratisch natürlich Alternativen. Das hätte man meines Erachtens sofort machen sollen, nämlich eine Parallelwährung, einen Euro als materialisierten EQ. Wir hatten ja schon eine virtuelle Währungsunion, die allerdings nur auf dem Papier stand. Da hat es immer wieder geknirscht. Dann hat man gesagt, okay, das mit dem EQ, mit dem europäischen Währungssystem funktioniert nicht. Vielleicht hätte ein Parallelwährungssystem heute auch noch eine Chance, dass jedes Land sich selbst aussuchen kann, inwieweit es in Euro handelt und inwieweit es zu einer eigenen nationalen Währung zurückgeht. Da gibt es auch aus Hamburg von der Helmut-Schmidt-Bundeswehrhochschule schon lange Pläne, aber die haben in der öffentlichen, in der wahrnehmbaren Diskussion bisher nie wirklich eine Rolle gespielt. Vielleicht holt man sie raus, sollte es zu einer neuen Krise kommen. Das heißt, dann würden wir alle im Grunde in einem System leben wie jetzt Großbritannien, dass wir unsere eigene Währung hätten, aber in einem großen Handelsbündnis mit anderen Partnern aus Europa mit dem Euro handeln? Zum Beispiel, also es würde darauf hinauslaufen. Natürlich wäre es nicht mehr so praktisch, sondern ein bisschen umständlicher, dass in jedem Warenhaus, das auch Euro oder das auch nationale Währung annehmen will, zwei Kassen stehen müssten. Ja? Und die Kunden selbst entscheiden können, bezahlen sie in D-Mark neu, nenne ich das jetzt mal, oder in Euro. Es gäbe sicher Länder wie vielleicht Deutschland, die größtenteils beim Euro blieben. Aber die Italiener haben ja inzwischen eine derartige Sehnsucht zur Rückkehr nach ihrer Lira entwickelt. Könnte sein, dass dort so ein Probelauf irgendwann mal starten wird. Dr. Jens-Peter Paul war das. Er hat uns erklärt, wie sinnvoll es war, die D-Mark abzuschaffen und den Euro einzuführen. Danke Ihnen für die Information. Ja, gern geschehen.
Zur guten alten D-Mark haben viele Westdeutsche eine emotional positive Beziehung gehabt und haben sie teilweise immer noch. Die D-Mark, das war das Synonym für Wohlstand und wirtschaftlichen Erfolg. Jetzt gibt es seit 16 Jahren den Euro. Matthias, wie wird der denn mittlerweile akzeptiert? Naja, wir haben ja eben durchaus kritische Töne gehört, denen man sich wohl weitgehend anschließen kann. Im Gegensatz zur D-Mark wird beim Euro viel öfter über negative Begleiterscheinungen geredet. Er sei für die Südländer zu stark oder er reiße die anderen Länder mit, wenn eines der Euro-Länder in Schieflage gerät und so weiter. Das gab es bei der D-Mark nicht. Da wurden eigentlich nur die Stabilität und die weltweite Kaufkraft gesehen. Gleichzeitig war das die Währung des Aufstiegs der alten Bundesrepublik zu einer führenden Industrienation. Wenn man immer nur Positives über etwas sagt, dann wird das auch im Bewusstsein der Menschen positive Assoziationen auslösen. Spricht man über etwas umgekehrt immer nur negativ, dann wird es auch nach einer Weile negativ sein. Letzteres erleben wir gerade im öffentlichen Diskurs über die Europäische Union, den Euro oder auch über die Flüchtlings- und Migrationspolitik, die in Europa betrieben wird. Und wie kann man diesen Trend umkehren? Naja, also wenn ich das genau wüsste, dann hätte ich heute einen anderen Job. Aber man kann ja mal anfangen, die Vorteile des Euro und der Europäischen Union herauszustellen, die Friedens- und Wohlstandsfunktionen eines gemeinsamen Marktes, die individuellen Freiheitsrechte, die für jeden Einzelnen garantiert werden oder natürlich auch die friedenserhaltende Funktion eines gemeinsamen Europa. Der Euro ist genauso stabil wie die D-Mark, die Inflationsrate ist geringer als vorher und wenn man von einem Land ins andere reisen möchte, kann man ein und dieselbe Währung benutzen. Vor Einführung des Euro musste man Geld tauschen an der Grenze, an der man übrigens oft lange warten musste, weil es flächendeckende Passkontrollen gab. Dafür kassierten die Banken und die Wechselstuben eine Tauschgebühr. Wenn du 100 Mark, also 50 Euro, jedenfalls ungefähr 50 Euro, in eine andere Währung getauscht hast und sie sofort wieder zurück in D-Mark getauscht hast, dann war das Geld nach 7 solcher Hin- und Her-Transaktionen weg. Das hat natürlich niemand gemacht, ist aber ein Rechenbeispiel, das verdeutlicht, wie gut jedenfalls an dieser Stelle der Euro ist. Ja, ich freue mich tatsächlich immer noch jedes Mal in den Urlaub nach Frankreich, Spanien oder Holland fahren zu können, ohne im Voraus dran denken zu müssen, noch Geld zu tauschen. Meiner Ansicht nach zeigt das eben auch, dass wir ein Teil von etwas Großem sind, mit all seinen Vor- und Nachteilen. Nächste Woche geht's um diese Scheckkarte in eurem Portemonnaie, um den rosa oder den grauen Lappen, je nachdem, was ihr für einen Führerschein habt. Der erste dieser Art war ein einfacher Brief, ausgestellt für Karl Benz und nur gültig in Mannheim und Umgebung, als Berechtigung zur Durchführung von Versuchsfahrten mit einem Patentmotorwagen. Am 1. August 1888 wurde der ausgegeben. Mehr dazu in der nächsten Eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Bye, bye. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Montag um 20 Uhr.